Egal, was dabei rauskommt, wir sind und bleiben eine Familie. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand anders euer Vater ist. Vanessa, jetzt bleib doch mal stehen. Fass mich bloß nicht an! Hey! Ja, Sie dürfen sie öffnen. Liegt die Wahrscheinlichkeit bei 99,8%. Papa. War doch klar. Natürlich seid ihr meine Töchter. Du freust dich ja ganz schön. So war dieses Testergebnis doch nicht nur eine Formalität für dich, hm? Ja, klar freue ich mich. Was hast du denn gedacht? Aber das kann doch nicht sein. Wieso, was ist denn? Hier steht, dass ich nicht deine Tochter bin. Was? So ein Blödsinn, das... Es geht doch gar nicht. Darf ich mal sehen? Ja, das Testergebnis ist eindeutig negativ. Aber Jana und ich sind doch Zwillinge. Es handelt sich hier offensichtlich um einen seltenen Fall einer Superfecundatio. Super was? Superfecundatio. Sie und Ihre Schwester sind zweieiige Zwillinge. Das heißt, Ihre Mutter hat gleichzeitig bei einem Eisprung zwei Eizellen produziert. Und so bestand in der Tat die Möglichkeit, dass in einem kurzen Abstand die Zellen vom Sperma verschiedener Männer befruchtet wurden. Also aus wissenschaftlicher Sicht ein Phänomen. Ach, Christiane? Ja? Hat sich das Geburtstagskind schon blicken lassen? Oh, soweit ich weiß, ist das Geburtstagskind gar nicht im Haus. Guten Morgen, Beatrice. Du bist doch heute Abend auch dabei. Wer hat den Geburtstag? Felix. Er wird heute 22. Ach, das hätte ich dir natürlich sagen müssen. Ja, irgendwie ganz tröstlich, dass du auch mal was vergisst. Ja, so siehst du mal. Dein Erinnerungsvermögen wird bald wiederkommen. Aber wann? Wahrscheinlich haben wir jedes Jahr eine Riesenparty gemacht. Und ich kann mich an nichts erinnern. Also für die Riesenparty unseres Nachwuchses sind wir längst nicht mehr cool genug. Aber es gab immer eine gemeinsame Familienfeier. Und du bist doch auch dabei. Felix wäre untröstlich. Ach, ich weiß nicht. Ich habe ja nicht mal ein Geschenk. Und ich habe auch überhaupt keine Ahnung, womit ich Felix eine Freude machen könnte. Und das können wir doch gemeinsam einkaufen gehen. Felix wünscht sich irgendetwas aus dem Innenleben eines Computers. Als ob ich dir dabei helfen könnte. Aber natürlich würdest du mir dabei helfen. Komm, lass uns gleich losfahren. Du und das Dinner heute Abend wird exquisit. Also gut. Ach, wo ist denn dieses blöde Handy? Ach, das darf doch nicht wahr sein. Oh, Gott sei Dank. Felix? Wach doch auf. Felix? Sich schon irgendwie klären. Das Ergebnis war aber eindeutig. Das werden wir ja sehen. Dieser Arzt war sich doch sicher, dass es so ein super Dings da ist. Er hat auch gesagt, dass sie in solchen Fällen alles doppelt und dreifach checken. Und Mama hat... Es reicht, ja. Ich glaube,
Glaubst du, ich will mir noch mal anhören, dass Vera nicht mal Zeit zum Duschen hatte, bevor sie mit dem Nächsten ins Bett gestiegen ist? Entschuldigung. Oh. Was ist? Nicht bewegen, dein Kopf. Meine Schulter. Ich glaube, ich habe meine Schulter ausgerenkt. Bloß die Schulter. Ich dachte schon, das wäre was Ernstes. Schönen Dank für dein Mitgefühl. Ich hätte eine Höllenangst um dich. Kannst du aufstehen? Lass uns hier endlich verschwinden. Danke, es geht schon. Bist du überhaupt hier runtergekommen? Tada. Wahr sein. Oh, lass mich mal. Super geniale Rettungsaktion. Wie kann man nur so doof sein? Du machst mir Vorwürfe. Ich hätte dich hier einfach liegen lassen sollen. Du hast mich doch erst hier reingeschubst. Was klaust du auch mein Tagebuch? Unternehm lieber was, damit wir hier rauskommen. Wie denn? Jetzt müssen wir warten, bis irgendjemand kommt. Wenn überhaupt jemand hier in dieses verdammte Drecksloch kommt, warum hast du nicht besser aufgepasst? Oh, reg dich ab! Funktioniert dein Handy noch? Kein Empfang. Scheiße! Spinnst du? Vielleicht hätten wir ein SMS schicken können. Oder ein Foto. Das sind Felix und Vanessa in der Gruppe. Geschieht dir recht. Du scheinst es ja echt zu genießen, wenn andere Leute leiden. Hast du nicht deshalb Andi und Jana auseinandergebracht? Welcher Trottel hat die ganzen Kurzwahlen gelöscht? Keine Ahnung. 27? Hast du die Nummer von Schönberg im Kopf? Ich würde gern Felix gratulieren. 29. Wie? 29? 30. Das kannst du übrigens sparen. Felix mit Vanessa unterwegs. Mit Vanessa von B. An seinem Geburtstag. Ich weiß auch nicht, was der auf einmal von der Welt. Mensch, Andi, ich hab gedacht, alle Männer sind gleich, aber du gibst mir den Glauben an euer Geschlecht zurück. Alexa, ich hab sie einmal geküsst. Und da war ich nicht ganz bei mir. Armer. Wehrlos in den Klauen der Bestie. Ja, mach dich ruhig lustig. Hm. Bei Vanessa kriegt immer das, was sie will. Hi. Oder was sagst du dazu, dass Felix ausgerechnet an seinem Geburtstag mit Vanessa durch die Gegend kurft? Ehrlich gesagt ist mir das ziemlich egal. Ja, wenn Felix Pech hat, stürzt er bei der Sache ganz böse ab. Vielleicht amüsieren sich die beiden einfach. Wow. Ist schon irgendwie komisch, dass ausgerechnet ich Felix etwas schenke, was mit Tradition zu tun hat. Wieso denn? Naja, weil ich mich selber nicht mal mehr an meine eigene Vergangenheit erinnere. Aber gerade deshalb möchte ich, dass Felix das Gefühl für seine Familie nicht verliert. Deine Vorfahren waren alle weltoffene, mutige Macher, die die Herausforderung gesucht haben. Ja, genau wie du in der Medienwelt. Lieb, dass du das sagst. Beimbachol Media war auch wirklich ein Wagnis, eine Lebensaufgabe, wenn man so sagen will. Beatrice. Meinst du wirklich, dass Felix sich über diesen Sextanten freut? Also mich wird er jedenfalls jedes Mal an einen wunderschönen Tag erinnern. Du wolltest was sagen? Nicht so wichtig. Schön, dass du dich wohlfühlst. Oh ja. Geht's dir? Besser.
wir stehen das durch. Sieht so aus, als wären wir mal eine richtig glückliche Familie gewesen. Ja. Das wird auch wieder so. Bestimmt. Dann werde ich mich jetzt ein bisschen zurechtmachen. Felix' vergessliche Stiefmutter soll wenigstens hübsch anzusehen sein. Aber du siehst doch zauberhaft aus. Na, endlich. Und? Hast du schon was erreicht? Nein. Mein Entschluss steht fest. Ich werde Beatrice nicht noch einmal in den Machtkampf um Beinbach und Media hineinziehen. Aber ohne Beatrice hast du den Kampf bereits verloren. Das scheint dir nicht klar zu sein. Wir müssen einen anderen Weg finden, Bernd das Handwerk zu legen. Beatrice leidet genug unter ihrem Gedächtnisverlust. Das ist wirklich nicht zum Aushalten. Langsam wäre es mir lieber, wenn ich die Amnesie hätte. Jetzt hör mir mal gut zu. Beatrice wäre fast gestorben. Und solange Bernd sein Ziel nicht erreicht hat, ist sie immer noch in Gefahr. Wir besorgen ihr einen Bodyguard, eine Privatarmee, wenn du willst. Aber du darfst nicht aufgeben. Kein Wort mehr. Ist Felix eigentlich schon zurück? Was weiß ich? Martin. Lass es! Ich werde jetzt Felix anrufen. Es ist mir ein Rätsel, wo er bleibt. Es ist wichtig, dass du dich um Nico kümmerst. Ich mache mir ernste Sorgen um sie. Was ist jetzt wieder passiert? Ich rede mit Jana. Mach mir nichts vor. Was ist mit Nico? Geht's um ihren Unfall? Muss ich noch deutlicher werden? Das geht dich nichts an. Oh doch, mein Lieber, das geht mich sehr wohl etwas an. Wir leben hier unter einem Dach. Glaubst du, ich merke nicht, dass irgendetwas nicht stimmt? Aber ich lasse nicht zu, dass du deine Probleme wieder unter den Teppich kehrst. Arne, bitte. Deine Fürsorge für die Mädchen. Ja, davon sehe ich allerdings nichts. Du siehst doch sowieso nur, was du willst. Arno, nimm's mir nicht übel, aber das ist wirklich eine Sache zwischen Papa und uns. Meinst du wirklich? Ich muss noch mal in die Schule. Um diese Zeit? Also eigentlich muss ich Hausaufgaben machen. Es ist jetzt nach 7 und wir machen uns ernsthafte Sorgen. Also melde dich. Diese Nachricht hat er jetzt 6-mal auf Band. Da muss irgendetwas passiert sein. Felix hat sein Geburtstagsessen noch nie versäumt. Unsinn. Er feiert mit Freunden und hat die Zeit vergessen. Vielleicht ist er das. Siehst du? Happy Was für ein reizender Empfang. Womit habe ich das denn verdient? Felix hat Geburtstag. Als ob ihn das interessieren würde. Oh, warum hast du mir denn nichts gesagt? Ich hätte selbstverständlich für meinen Neffen ein Geschenk besorgt. Och, mach dir darüber keine Sorgen. Du bist ja nicht eingeladen. Natürlich. Eigentlich wollte ich dich zum Essen ausführen. Oh, ich... Aber Felix' Geburtstag geht natürlich vor. Na dann, feiert noch schön. Also ich gehe jetzt Felix suchen. Aber wo denn? So ein Unsinn. Also ich finde es schön, wenn ein Vater sich so liebevoll um seinen Sohn kümmert. Felix ist 22. Da haben Sie eigentlich recht. Diese Eigenschaft ist sehr liebenswert, nicht wahr? Könnte es sein, dass du deinem Bruder diesmal Unrecht tust? Ach, ich kenne ihn doch. Irgendwas ist vorgefallen. Wenn selbst Jana meint, es ginge uns nichts an. Elisabeth, ich will mich nicht einmischen. Aber ich weiß, wie Achim mit Schwierigkeiten umgeht. Er macht die Augen zu, bis es zu spät ist. Oh, dieser Dickkopf. Robin. Hallo. Hast du keinen Schlüssel? Den habe ich vergessen. Sag mal, sind Jana und Nico da? Ja, oben. Du siehst auch aus wie ein geprügelter Hund. Was ist los? Arno? Ja, schon gut. Was sollte das gerade? Herrgott, ich sorge mich. Achim ist der Vater, es ist seine Familie. Und wenn er dich nicht ins Vertrauen ziehen will, dann hast du das zu respektieren. Gut.
Na, wieder da? Ich hoffe, du denkst nicht, dass ich mich vorhin einfach so aus dem Staub gemacht habe. Ich wollte euch beide nur... Das war ganz gut so. Nico geht's außerdem wieder besser. Hi. Guck mal, hier ist super lecker. Hm? Du kleine Racker. Ist alles okay? Ja, klar. Wir sind doch eine Familie. Nein, ich bin froh, dass ich euch hab. Wir lassen uns doch nicht auseinanderbringen von so einem super, super, super GAU. Ich bin so froh, dass Papa mich trotzdem noch lieb hat. Sie hatten wohl keinen guten Tag, was? Auf der Hitliste für bescheuerte Tage kommt dieser gleich nach Waterloo. Bitte noch einen. Wellington hat das sicherlich anders gesehen. War der bei ABBA? Nein, der hat gewonnen. Ah, also. Haben Sie Ärger in der Familie? Ärger? Wenn Ärger bedeutet, dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann habe ich Ärger, ja. Wissen Sie, wie es ist, wenn einem das Leben vorkommt wie eine... Wie eine... Eine Farce? Ach, pardon. Nein, kein Pardon, wie eine Farce, genauso. Vera hat mich nach Strich und Faden belogen. Vera? Die Schlampe, die ich mal geliebt habe. Ich hab gedacht, ich hätte jetzt mal ein bisschen Glück. Ja. Sie hat alles kaputt gemacht. Bitte noch ein. In Martins Gesellschaft habe ich mich das erste Mal wieder wohlgefühlt. Das tut sicher gut. Nach all dem, ich habe nicht mal mehr an die Amnesie gedacht. Wie auch bei der Krankheit. Bitte? Ich sagte, Martin scheint ja regelrecht heilende Kräfte zu haben. Er tut mir gut. Ist es da nicht fast ein bisschen unfair, ihn bei dem Verkauf von Beinbachol Media zu übergehen? Ach, fangen Sie nicht wieder damit an. Ich habe mich entschieden. Und gerade heute will ich mich nicht mit dem leidigen Thema rumärgern. Das war so ein schöner Tag. Ja, ich geb's auf. Man soll sich das Glück wirklich nicht von Geschäften vermiesen lassen. Sie jedenfalls wirken sehr glücklich. Keimen da alte Gefühle wieder auf? Warum wollen Sie das wissen? Oh, ich hatte nur gehofft, dass Ihre Erinnerung zurückkommt. Leider nein. Aber... ich kann mir schon gut vorstellen, warum ich mich damals in Martin verliebt habe. Martin. Hat sich Felix schon gemeldet? Nein, noch nicht. Ja, dann suche ich weiter. Martin, bitte sei nicht albern. Felix wird wahrscheinlich auf dem Weg hierher sein. Er weiß doch, wann wir essen. Eben deshalb mache ich mir ja Sorgen. Bitte, komm endlich zurück. Du wirst hier erwartet. Hallo! Hallo! Ist hier jemand? Hallo! Hör endlich auf! Dich hört keiner. Willst du hier etwa übernachten? Auf Schönberg vermisst man uns bestimmt schon. Und wenn schon. Wie soll uns denn hier jemand finden? Noch dazu im Dunkeln. Hallo! Ich bin total voller Sand. Außerdem ist mir kalt. Und was ist mit dir? Ich friere lieber, als mir dein Gejammer anzuhören. Wollen wir Feuer machen? Warte, ich helf dir. Danke, ich komm schon klar. Womöglich brichst du dir einen Fingernagel ab.
Und das, wo kein Notarzt da ist. Daneben nicht. Hast du Feuer? Dann können wir es ja gleich vergessen. Also was immer du vorhast, lass es lieber. Das noch. Darf ich Sie mal was fragen? Also, ich möchte nicht indiskret sein, aber wenn Sie so viel an Martin stört, warum haben Sie sich dann wieder auf ihn eingelassen? Er hat auch seine guten Seiten. Warum haben Sie ihn dann wieder fallen lassen? Ich hatte nie eine reelle Chance. Warum? Bitte, ich möchte das jetzt nicht vertiefen. Glauben Sie nicht, dass mich das verletzt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Also gut, Sie wollen es hören. Ich hatte nie eine Chance bei Martin. Weil er immer nur sie geliebt hat. Hör auf zu schmollen. Hilf mir lieber. Wenigstens auf dem Trockenen. Witzig sind wir auch. Das tut mir leid, dass ich dich geschubst habe. Ja, ich hätte echt nicht dein Tagebuch lesen dürfen. Bist du noch sauer? Nein, es ist nur so peinlich, was ich alles geschrieben habe. Fand ich gar nicht. Doch. Du weißt alles von mir. Es ist nicht fair. Ich hab schon wieder vergessen. Nee, so leicht kommst du nicht davon. Du musst mir zum Ausgleich was von dir erzählen. Aber was richtig Peinliches. Okay. Also gut. Kannst du dich noch dran erinnern, als wir uns das erste Mal getroffen haben? Ja, auf dieser Landstraße. Genau. Und? Als ich dich gesehen habe, ich habe mich sofort in dich verliebt. Das hast du aber gut verschleiert. Du hättest mich doch bloß ausgelacht. Happy Birthday. Und so geht's weiter. Papa? Nee, nix, Papa. Das hat sich ausgepappert! Dein Sohn hat sich völlig verantwortungslos verhalten. Allein die Vorstellung, dass Felix mit meiner Tochter die ganze Nacht in diesem Schacht... Ist geschmacklos.